Hallo und herzlich willkommen hier zu Hebraica Veritas, biblisches Hebräisch Lernen für Anfänger, Folge 9. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge wollen wir uns das Relativpronomen anschauen. Das ist ein kleines und überschaubares Thema in der hebräischen Grammatik, aber doch sehr wichtig. Nun zuerst einmal, was ist ein Relativpronomen? Relativpronomina haben wir auch im Deutschen. Das sind der, die, das. Das sind also Wörter, die einen Relativsatz einleiten, also ein Satz, der meistens ein Substantiv näher bestimmt. Zum Beispiel der Hund, der gerade frisst. Der gerade frisst, das ist ein Relativsatz, der also zur näheren Beschreibung des Hundes gilt. Und dieser Relativsatz wird durch ein Relativpronomen eingeleitet. Der. Das Relativpronomen im Deutschen ist deklinabel. Der, die, das. Auch im Plural und so weiter. Wir können es in die verschiedenen Kasus setzen. Das Relativpronomen im Hebräischen ist relativ einfach, denn es ist indeklinabel. Die Form ist immer die gleiche. Und zwar lautet die Form des Relativpronomens im Hebräischen asher. Asher. Es gibt auch noch eine Kurzform, she, mit einem Dagesh im folgenden Konsonanten. Diese taucht jedoch nur in relativ späten Texten der Bibel auf, weil das sprachgeschichtlich eine jüngere Sache ist sozusagen. Also die häufigere Variante ist eindeutig asher und das ist das Relativpronomen. Wir müssen allerdings beachten, dass es unter Umständen zu Schwierigkeiten kommen kann, wenn wir dieses Wort asher jetzt eins zu eins behandeln wollen, wie wir ein deutsches Relativpronomen behandeln. Also indem wir es einfach immer mit der, die oder das gleichsetzen wollen. Das geht nicht in allen Fällen und deswegen hat sich in der Hebraistik eingebürgert, so eine Hilfsübersetzung zu nehmen, nämlich von dem gilt das. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen sperrig an. In der Praxis kommt man damit aber erstmal zu ganz guten Ergebnissen und davon ausgehend, von dieser Hilfsübersetzung, kann man dann schauen, wie man es angemessen im Deutschen wiedergeben kann. Also statt der Hund, der gerade frisst, würde man dann sagen, der Hund, von dem gilt, dass er gerade frisst. Dann wiederum könnten wir sagen, der Hund, von dem gilt, dass er gerade frisst. Das ist im Deutschen gleichbedeutend mit der Hund, der gerade frisst, aber das kann in anderen Fällen eben auch anders sein. Also merkt euch bitte, asher wird wiedergegeben als von dem gilt das. Nochmal kurz zur Info für euch, wo befinden wir uns eigentlich gerade und wie geht's weiter? Also in der Grammatik, die Grammatik unterteilt man gerne in drei Bereiche, nämlich zum Anfang die Laut- und Schriftlehre, da haben wir das Alphabet besprochen, haben geguckt, wie liest man, was sind die Konsonanten und Vokalzeichen und so weiter, welche Lesehilfen gibt es. Diesen Bereich haben wir ja schon komplett abgeschlossen. Jetzt zurzeit befinden wir uns im Bereich Formenlehre. Wir schauen uns also die Formen an, die einzelnen Wortarten haben und ausbilden können. Und der dritte große Bereich, der zum Schluss kommt, ist die Syntax. Und auf diesen Bereich Syntax möchte ich hier nochmal ausdrücklich hinweisen, der relativ zum Schluss dieses Kurses kommen wird. Denn dann werden wir uns auch nochmal die pronominale Syntax, das heißt Syntax des Demonstrativpronomens vor allem und auch des Relativpronomens in extenso anschauen. Die nächste Folge wird sich um den Artikel drehen und danach fangen wir dann mit dem eigentlichen Nomen bzw. dem Substantiv an, was uns über mehrere Folgen beschäftigen wird. Damit du das nicht verpasst, gib mir doch einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. So unterstützt du mich, damit ich weitere Folgen produzieren kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei Hebraica Veritas.